befand sie sich in der Gewalt ihres Entführers. Seither sind 3647 Tage vergangen. Vor 2169 Tagen haben wir hier ihr erstes Buch vorgestellt. Und heute freuen wir uns, dass sie wieder da ist, im zarten Alter von 10409 Tagen. Herzlich willkommen. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben über 10 Jahre Freiheit, hat vor 5 Jahren ein Buch herausgebracht über ihre Gefangenschaft, Lebgefangenschaft und auch einen Film schon begleitet und gemacht. Ich würde sagen, für eine 28-Jährige eigentlich sehr viel, was sie schon geleistet haben. Sind Sie eigentlich stolz auf sich? Bis zu einem gewissen Grade ja. Mhm. Ganz kurz noch zu Ihren Büchern. Sie haben die Bücher ja selbst geschrieben und hatten, und ich glaube, das ist auch ganz gut zu erwähnen, eine Hilfe vom Verlag. Die Heike Kronemeyer hat ihre Worte in ein Buch vorgegossen. Und ich finde, das hat sie sehr gut gemacht. Und wir schauen jetzt mal ein bisschen rein und reden ein bisschen über das Buch. In Ihrem Buch gibt es sehr viele Rückblicke auch auf die Gefangenschaft, obwohl das Buch 10 Jahre Freiheit heißt. Wieso war das wichtig für Sie, immer wieder auch einen Rückblick in die Gefangenschaft zu bieten? Es war für mich wichtig, vor allem weil in den Medien immer wieder Gerüchte kursierten und ich das im Hintergrund ganz anders wahrgenommen habe und verarbeitet habe. Und ich wollte den Lesern auch einen Einblick in die Situation, wie sie damals war, geben und auch die Chance geben, das irgendwie während des Lesens nachzuvollziehen, wie ich die Dinge dann verarbeitet habe. Es war ja so, Sie hatten ja kurz nach Ihrer Befreiung hatten Sie ein großes Interview und da waren die Leute sehr überrascht, wie gewillt Sie sich ausdrücken. Wieso war das eigentlich so? Also bei mir zu Hause hat man immer Hochdeutsch gesprochen. Meine Eltern haben natürlich mit anderen Leuten auch im Dialekt gesprochen, aber es wurde Wert darauf gelegt, dass ich Hochdeutsch spreche. Und ich habe auch sehr früh zu sprechen begonnen und sehr gerne gesprochen. Und in der Gefangenschaft habe ich natürlich dann auch Kultursender gehört, was mir sehr gelegen kam, da ich Sprache einfach wunderbar finde. Vor allem Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Das Buch beginnt ja mit Ihrer Flucht und ich habe mir überlegt beim Lesen, wann beginnt eigentlich für Sie persönlich Ihre Freiheit? Beginnt die mit dem Moment, wo Sie festgestellt haben, beim Autoputzen, dass die Gartentür ein bisschen offen ist und Sie jetzt flüchten können, was Sie dann ja auch gemacht haben, oder später dann, irgendwann in diesen 10 Jahren Freiheit? Wo beginnt Ihre innere Freiheit? Also die innere Freiheit blitzt immer wieder so ein wenig hervor. Ich habe die Freiheit damals natürlich schon im ersten Moment der Flucht empfunden. Dann war ich natürlich bei der Polizei, da war es dann wieder nicht so frei. Und dann letztendlich, als ich meine eigene Wohnung hatte, empfand ich auch ein Gefühl der Freiheit. Und ein Jahr danach, als ich diese Dokumentation ein Jahr danach machte, habe ich mich auch sehr frei gefühlt, auf einem Boot zu sein und über das Meer zu rauschen. Okay, das klingt schön. Und wann haben Sie sich sicher gefühlt? Sicher gefühlt, naja, das ist von Tag zu Tag anders, aber ich denke, die Sicherheit kommt auch aus einem selbst. Mhm. Also, wenn da alles in Ordnung ist, dann ist man sicher. Super.
Sicherheit und Polizei wird ja öfters gemeinsam in den Mund genommen, die zwei Worte. Sie waren nach ihrer Flucht, sind sie ja dann von der Polizei, von dieser Dame, bei der sie, die Polizei gerufen hat, aufgenommen wurden, kurz abgeholt worden und waren dann auf der Polizeistation. Und dort hatten sie dann auch die erste Begegnung mit ihrer Mutter. Könnten Sie das vielleicht beschreiben? Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, wenn man als Zehnjährige in die Schule geht, entführt wird und dann wieder freikommt, dass man als erstes mal seine Mama sehen will. Wie war das für Sie? Es war ein sehr bewegender Moment. Ich habe mich sehr gefreut, meine Verwandten wiederzusehen, besonders meine Mutter, die ja ganz schreckliche Dinge durchleben musste, Vorwürfen ausgesetzt war und nicht wusste, ob ich noch am Leben bin. Und ja, es war einfach ein Moment, den man nicht so näher beschreiben kann. Aber es war für mich so, als wäre keine Zeit dazwischen gewesen. Obwohl die Situation ja sehr unemotional war. Es war ja, glaube ich, in dem Raum auf der Polizeistation waren Sie ja nicht alleine, sondern es waren ja viele Polizisten anwesend. Jede Bewegung registriert haben, schreiben Sie in Ihrem Buch. Also sehr ungewöhnlich. Ja, die Situation war keineswegs intim und herzlich. Es war eher so kalt und nüchtern, aber das hat uns nichts ausgemacht. Meine Mutter war sehr viel gewöhnt. Sie war ununterbrochen eben bei der Polizei, früher auch, musste Leichen begutachten, ob das ich bin. Und es war schrecklich. Und für mich war es eine Erleichterung, frei zu sein. Also uns hat das nicht großartig gekümmert, aber im Nachhinein war die Situation nicht perfekt. Ganz kurz noch zum Abschluss zu Ihrer Mutter und auch Ihrer Familie. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass nicht nur Sie das Opfer waren, sondern auch Ihre Familie und Ihre Freunde, aber vor allem die Familie, wenn man so jung entführt wurde. Und Ihre Mutter hat ja jedes Jahr in Mariazell eine Kerze für Sie angezündet im August. Und in diesem Jahr ging das nicht. Warum nicht? In dem Jahr, wo Sie sich befreit hatten. Ich denke, da wurden neue bauliche Maßnahmen gesetzt und deshalb war diese Kerzalgrotte, wie wir sie nennen, oder Lichtalgrotte in Mariazell gesperrt. Und meine Mutter hat das sehr betroffen gemacht, aber dann kam ja auch schon der Anruf, dass ich mich selbst befreit hatte, oder zumindest der Anruf, dass sich da eine junge Frau in Niederösterreich gemeldet hätte und gesagt hätte, das wäre ich und das war auch ich. Sehr gut. Von der Polizei kamen Sie dann in Ihre erste Station nach der Gefangenschaft, das war das Wiener AKH. Da hat man hat beschlossen, dass Sie dort sicher sind und Sie mussten sich ja auch ein paar Untersuchungen unterziehen. Sie haben ja sehr viel Hunger gelitten, Sie haben Verletzungen gehabt in der Gefangenschaft, waren nie in ärztlicher Betreuung und das war mir ganz wichtig, dass Sie untersucht wurden. Und dann war das auch Ihre erste Wohnung, nämlich in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie. Wie ging es Ihnen da? Also im Prinzip empfand ich ja die Insassen, das waren Kinder und Jugendliche, am normalsten. Haben Sie sich angefreundet mit ihnen? Nein, Sie schreiben im Buch von einem Jungen sogar, der Sie sehr beeindruckt hat. Wollen Sie uns das vielleicht kurz erzählen? Ach so, ja. Aber das war im Prinzip etwa Jahre später. Und da ging es eben um einen 16-Jährigen, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und vielleicht sollten wir das auch nicht so vertiefen. Er hatte eine angeborene Krankheit, die plötzlich ausbrach und er ist dann später im Spital verstorben. Und im Krankenhaus war es auch so, dass Sie dann Ihre Betreuungskommission, Ihre Betreuer kennengelernt haben. Allen voran war das dann Dr. Max Friedrich, der Psychiater. Und es gab auch viele Anwälte und Berater, die, Sie schreiben im Buch, sicher alle das Beste für mich wollten. Aber es gab auch Anzeichen dafür, dass alle ein bisschen überfordert mit der Situation waren. Wie hat sich das für Sie geäußert? Also für mich hat es sich derart geäußert, dass sehr viele Unstimmigkeiten auch vor meinen Augen ausdiskutiert wurden, dass ich diverse Ratschläge an die Hand bekommen hatte, wie ich mich dann zu verhalten hätte und wem ich was zu sagen hätte oder verraten dürfe und wer nur hinter meinem Geld her sei oder am Ruhm interessiert. Ich fand auch, dass es natürlich keinen vorgefertigten Plan dafür gab und dass deshalb alle einfach irgendetwas gemacht haben, was sie dachten, was in dem Moment das Richtige und Vernünftige ist.
und es waren sehr viele auch positive Motivationen darunter. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Aber letztendlich, naja, wir wissen es eh alle. Das heißt, es gab eigentlich die ersten Wochen, haben Sie sich gewünscht, endlich mal Ruhe zu haben. Genau. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Ihre erste eigene Wohnung war dann in einem Schwesternheim in Wien. Wie haben Sie das eigentlich empfunden, als Sie das erste Mal die Tür zusperren konnten, zumachen konnten und sagten, jetzt bin ich allein, jetzt kann ich machen, was ich will? Ja, also es war sehr schön. Mich hat das auch gefreut, dass, obwohl diese Wohnung so winzig war, dass es da eine eigene Garderobe gab mit Spiegel. Das fand ich sehr luxuriös. In Ihrer Zeit, ich habe es eingangs erwähnt, in diesen 10 Jahren Freiheit haben Sie auch, es wurde auch ein Film über Ihre Gefangenschaft gemacht. Und zwar hat der Regisseur Bernd Eichinger den Film geplant und auch mit Ihnen das Drehbuch gemeinsam verfasst. Aber am Schluss wurde der Film dann doch nicht so, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt hätten. Warum? Ja, das lag zum einen natürlich an der speziellen Person des Bernd Eichinger, die man einfach nicht ersetzen kann oder konnte. Und zum anderen daran, dass diejenigen, die dann das Projekt über hatten, einfach nur mit dem Projekt fertig werden wollten. Und auch an die Zuseher dachten und nicht so sehr an das große Projekt, weil Bernd Eichinger wollte im Prinzip damit auch nach Amerika gehen, um später den Oscar zu gewinnen. Also der war sehr ambitioniert und letztendlich wurde es ein besserer Fernsehfilm. Ich verstehe. Man muss vielleicht auch erklären, dass der Bernd Eichinger dazwischen leider verstorben ist in der Planung des Filmes und dann jemand aus seinem Team die Regie übernommen hat und daher dieses Grunddrehbuch so nicht auch realisiert werden konnte. Sie sind 28 Jahre, Sie leben sehr gesund, Sie leben vegetarisch, trinken keinen Alkohol, gehen nicht so gerne auf Partys. Wie pflegen Sie Ihre Beziehungen, Ihre Freundschaften, Ihr Familienleben? Naja, mit dem Familienleben, da telefonieren wir oft. Wir machen auch manchmal Telefonkonferenzen, das finden wir sehr lustig. Und was Freunde anbelangt, gibt es sehr viele unterschiedliche Menschen in meinem Freundeskreis. Manche genießen zum Beispiel Spaziergänge, andere mögen gemütliche Essen bei ihnen zu Hause. Zu mir lade ich selten oder nie Leute ein. Und oft sind es auch Kinobesuche oder andere kulturelle Events, die ich mit meinen Freunden besuche. Aber es ist wichtig für Sie. Es ist wichtig für Sie, Freunde zu haben und Kontakt und auch Freundschaften aufzubauen. Natürlich. Sehr gut. Was mir bei Ihrem Buch aufgefallen ist, ist, dass es sehr analytisch ist. Sie versuchen zu analysieren, wieso die Gesellschaft sehr unterschiedlich auf Sie reagiert hat und auch immer noch reagiert. Einerseits treffen Sie viele Menschen, die Mitleid zeigen, die sehr betroffen sind, die Ihnen auch sagen, dass sie es toll finden, dass sie das so gut machen. Und andererseits treffen sie auch Menschen, die ihnen fast feindselig begegnen. Warum glauben Sie, dass das so ist? Also Sie haben es ja in Ihrem Buch versucht zu analysieren. Vielleicht könnten Sie es hier auf der Bühne nochmal in Kurzfassung auch noch einmal analysieren. Gerne. Also ich denke, das hat viel damit zu tun, dass diese Menschen mit ihren eigenen Problemen nicht zur Rande kommen und auch vieles, was in ihnen selbst abläuft, auf mich projizieren. Beziehungsweise merken, dass ich Lösungsansätze lebe, die sie nicht bereit sind zu leben, die sie sich nicht trauen zu leben. Es ist einfach so ein Neid, eine Missgunst, die anders nicht erklärbar ist. Also da muss ich einen Nerv in diesen Menschen treffen und daher die Feindseligkeit. Ich möchte ganz gerne auf eine Seite jetzt gehen und kurz was daraus auch vorlesen. Und zwar geht es in diese Richtung auch, dass Menschen sich teilweise identifizieren oder auch sagen, okay, es gibt mir auch Hoffnung, wie Sie mit Ihrem Schicksal umgegangen sind. Sie schreiben hier, Fausthiebe und Tritte, würgen, kratzen, Handgelenk trennen, abquetschen desselbigen, gegen den Türrahmen stoßen, mit Hammer und Fäusten in Magengegend geschlagen.
Dann schlug er weiter auf meinen Kopf ein. Und vor diesem Zitat schreiben Sie, also vor diesem Tagebucheintrag: Es gibt vermutlich tausende Tagebucheinträge wie diese, die aber nie an die Öffentlichkeit gelangen werden. Was meinen Sie daran? Ich habe natürlich meine Tagebucheintragungen sicher verwahrt und es ist mir auch wichtig, dass die nicht an die Öffentlichkeit gelangen werden. Dies ist nur ein Auszug und dabei sollte es bleiben, um meine Würde zu wahren und meine Privatsphäre zu schützen. Aber es war sicherlich keine leichte Zeit in der Gefangenschaft. Und glauben Sie, dass es viele Frauen gibt, weil Sie in Ihrem Prolog schreiben Sie auch, Sie widmen dieses Buch Frauen, die ihre Selbstbestimmung suchen und auch ihre Freiheit suchen, dass es viele Frauen gibt, die auch leiden in einer Beziehung, meistens in einer Beziehung, und die vielleicht auch ein bisschen Hoffnung drauf schöpfen können, dass man es doch schaffen kann, sich zu befreien? Ich denke schon. Also bereits nach dem ersten Buch kamen sehr viele Zuschriften von Menschen, die mir schrieben, dass sie nun ihr Leben ganz anders gestalten wollen, weil wenn ich den Mut hätte, mich selbst zu befreien, würden sie es auch schaffen können. Und ich denke, das wird nach dem zweiten Buch genauso sein, dass viele Menschen dann denken, aha, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aus diesem Strudel rauszukommen. Mhm. Es war ja auch etwas, was sehr für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, vielleicht haben Sie zu früh darüber gesprochen, ungefähr 2 Wochen nach Ihrer Selbstbefreiung war das. Da haben Sie gesagt, Sie möchten ganz gerne in Zukunft helfen. Menschen helfen, denen nicht geholfen wird. Das haben Sie dann auch umgesetzt. Und zwar haben Sie ein Projekt in Sri Lanka gegründet und auch finanziert. Und da geht es darum, dass Frauen und Kinder in einem Krankenhaus gemeinsam aufgenommen werden können. Und vielleicht könnten Sie da ein bisschen was erzählen dazu. Genau, dieses Krankenhaus befindet sich in der Nähe von Colombo in Bulacinga und heißt auch Natasha Campos Children Ward. Und es war so das Problem da, dass das alte Krankenhaus oder die alte Station nicht mehr ganz intakt war. Und die Ärzte, die Schwestern und auch die Familien wollten einfach ein neues haben. Und in Sri Lanka ist es üblich, dass die Mütter mit ihren Kindern gemeinsam betreut werden, weil sonst die Mütter ihre Kinder nicht ins Krankenhaus bringen, sondern lieber zu Hause betreuen. Und mit der neuen Station ist das natürlich möglich, dass die Mütter auch bei ihren Kindern übernachten können während der Behandlungszeit. Das wäre toll. Und Sie verfolgen auch noch weiterhin, ob auch wirklich alles dort nach Ihren Vorstellungen abläuft? Natürlich. Gibt es sonst noch Projekte, über die Sie reden wollen, die Sie unterstützen? Derzeit nicht, aber man wird sicherlich bald davon hören, denn ich plane schon und ja. Okay. Wie kann man sich eigentlich einen Alltag vorstellen, den Alltag der Natasha Campos? Ich glaube, das wollen jetzt auch viele wissen. Was macht Natasha Campos den ganzen Tag? Also, der Alltag ist sehr bunt, unterschiedlich. Manchmal muss ich auch ganz früh irgendwelchen Aufgaben nachkommen. Oft stehe ich früh morgens auf, widme mich dann den wichtigsten privaten Angelegenheiten und dann gehe ich einen Kurs oder eine Ausbildung nach oder habe Meetings im Büro, Interviews und Ähnliches. Und abends versuche ich immer zur selben Zeit schlafen zu gehen, das gelingt mir allerdings nicht immer. Sind die Momente, an denen Sie traurig sind oder vielleicht das Gefühl haben, ich könnte es doch nicht so gut schaffen, meine Vergangenheit zu bewältigen, sind die weniger geworden? Ja, also diese Momente sind eigentlich sehr selten, sind weniger geworden, da ich immer mehr das Gefühl habe, nun endlich einen Ankerpunkt gefunden zu haben. Also in mir selbst gefunden und dadurch bin ich von außen nicht mehr so angreifbar. Das ist sehr gut. Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz aus dem Strasshof erwähnen, das haben Sie ja bekommen. Und da gibt es im Buch mehrere Stellen, wo Sie auch darüber schreiben, aber ich möchte nur ein ganz kurz herausgreifen. Das Verlies wurde ja zugeschüttet aus
es wurde argumentiert dann, dass bauliche Maßnahmen, wenn man einen halben Meter unter der Erde keine baulichen nichts mehr bauen darf in Niederösterreich. Und die Bauarbeiter haben ihre Habseligkeiten aus dem Verlies alle auf einen Haufen zusammengelegt. Und sie sagen, es hat ihnen momentan eigentlich wehgetan, dass lieblos damit umgegangen wurde mit diesen Gegenständen, obwohl die aus ihrer Gefangenschaft kommen. Könnten Sie vielleicht das kurz erklären, dass man das besser versteht? Ja, also mich hat das deshalb auch so belastet, weil es ja doch 8,5 Jahre lang der Ort war, an dem ich lebte. Und weil sich natürlich auch dann sehr viele Erinnerungen daran geknüpft hatten, die nichts mit dem Täter zu tun hatten, wenn ich ganz alleine unten war, gelebt habe, gelesen habe. Und es war dann schon sehr belastend, das einfach so zu sehen und zu merken, wie egal das jemandem sein kann und mit wie viel Aggression. Natürlich, die wollten so schnell wie möglich fertig werden, das einfach rausreißen, das verstehe ich schon, aber es war doch belastend. Was planen Sie für die nächsten 10 Jahre? Ich möchte weiterhin an mir selbst arbeiten, an meiner Persönlichkeit. Menschen helfen, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich möchte in 10 Jahren sagen, dass ich ein glückliches, zufriedenes Leben führe. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich würde Sie jetzt noch ersuchen, dass Sie aus Ihrem eigenen Buch eine Stelle vorlesen. Gerne. Welche Stelle haben Sie eigentlich ausgesucht und warum? Vielleicht wollen Sie das vorher kurz erklären. Ich habe eine Stelle ausgesucht, wo es darum geht, wie ich in der Gesellschaft wieder aufgenommen wurde. Und ich denke, das ist zu Beginn des Buches und wird dann auch dem Leser infolge des weiteren Lesens den Einstieg erleichtern. Okay, dann lasse ich Sie jetzt hier sitzen mit dem Buch. Ja, prima. In welches Mikro soll ich denn reinsprechen? Das sagt uns jetzt, ja. Habe ich Ihnen nicht. Zwischen Kaspar Hauser und Weltsensation. Die ersten Wochen meines Lebens. Wie ein Bienenschwarm sind alle um mich herum geschwirrt. Jeder hat gedacht, ui, aus der und ihrer Geschichte lässt sich etwas herausholen. Bildlich gesehen kam ich aus dem Loch gekrochen und das Erste, was ich gesehen habe, waren Verträge. Alle haben gesagt, du musst nur hier unterschreiben, du musst nur tun, was wir dir sagen, dann wird alles gut. Die ersten Tage meines Lebens in Freiheit verbrachte ich, wenn man so will, in Unfreiheit. Es hatte eigentlich eine geschützte, behutsame Rückkehr in die Welt werden sollen. Möglichst abgeschirmt vom draußen tobenden Mediensturm, der nach meiner Flucht und der Meldung, dass die jahrelang vermisste Natascha Kampusch wieder aufgetaucht sei, mit ungeahnter Heftigkeit losgebrochen ist. Die Wahl für mein erstes neues Zuhause auf Zeit fiel auf das Allgemeine Krankenhaus Wien, AKH, zumal ich nach den 8,5 Jahren im Verlies gründlich medizinisch untersucht werden sollte. Denn die Zeit in Gefangenschaft hatte auch körperlich deutliche Spuren hinterlassen. Ich hatte massive Probleme mit den Augen, reagiere überempfindlich auf den Wechsel zwischen hell und dunkel. Ein Punkt zu fixieren fiel mir schwer. Meine Augen wanderten unruhig hin und her. Wenn ich mich etwas überforderte und überfordert hat mich in den ersten Tagen eigentlich alles, begann ich mit den Augäpfeln zu rollen, was auf Außenstehende wie eine Art Tick gewirkt haben muss, eine Macke aus dem Keller. Ich hatte Probleme mit dem Gleichgewicht und der Motorik und konnte Entfernungen nicht gut abschätzen. Freihändig durch einen größeren Raum zu gehen, bereitete mir Schwierigkeiten. Ich brauchte etwas oder jemanden, an dem ich mich festhalten konnte, damit ich meine Schritte sicher setze. Der enge Bewegungsradius durch die Mauern, die mich jahrelang umgeben hatten, war wie in meinem Kopf eingebrannt. Diese Mauern waren Folterinstrument und Qual auf der einen Seite gewesen, hatten mir auf der anderen Seite aber auch Schutz und Sicherheit geboten.
als ich zum ersten Mal sie zum ersten Mal hatte verlassen dürfen, haben mich die Dimensionen des Hauses über dem Verlies in Schrecken versetzt. Alleine der Weg nach oben, der laut Aussage des Täters mit zig Sprengfallen gesichert war, die bei einer falschen Bewegung jederzeit hochgehen konnten. Die vielen Winkel, aus denen Brückenbild hervorspringen und mich angreifen konnte. In meinem Raum unter der Erde war ich mit der Zeit darauf vorbereitet, wenn der Täter kam. Ich hörte das schabende Geräusch, wenn er den See beiseite wuchtete und konnte abschätzen, wie lange es dauern würde, bis er durch den schmalen Einlass durchgebrochen war und schließlich den Mechanismus für die schwere Tür bediente. Oben im Haus, wenn ich für ihn arbeiten musste, fühlte ich mich ungeschützter, seiner Willkür und Launenhaftigkeit viel unmittelbarer ausgesetzt. Vielen Dank. Danke, danke vielmals. Danke, Natascha Kampusch. Danke aber auch Ihre Gesprächspartnerin. Danke, Sandra Bartl. Ich möchte Sie bitten, dass Sie, wenn möglich, auf Ihren Plätzen bleiben. Das neue Buch, 10 Jahre, und das erste Buch, 3096, stehen beide ein paar Schritte vorne an der Kasse zum Kauf bereit. In Kürze wird sich die Frau Kampusch hinter der Kasse einfinden und, glaube ich, auch Bücher signieren. Bevor sie das aber macht, möchte ich mich nicht nur bedanken, dass Sie heute wieder da waren, wieder bei Thalia auf der Landstraße. Ich würde mir gerne ein kleines Zitat mitgeben. Ich habe mit einem Zitat begonnen. Ich hätte hier noch ein Zitat von Don Bosco. Denke daran, bevor du ins gelobte Land einziehst, musst du das Rote Meer und die Wüste durchqueren. Ich wünsche baldige Ankunft im gelobten Land. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich namens Maria, dass Sie heute hier waren. Unser Veranstaltungsprogramm im Herbst geht am 5. September los. Bernie Rieder, das Ehepaar Fischer, Eva Rossmann, alle werden Sie im Herbst wieder hier sein. Natascha Kampusch hat den Anfang gemacht. Danke für heute und bis demnächst bei Thalia auf der Landstraße. Ja, das war die Buchpräsentation von Natascha Kampusch in Wien. Thank you.